Ja. Irgendwas sagt mir, dass diese Pfütze heute etwas größer ist. Die Pfütze ist eigentlich erst da hinten. Aber bis zu unserem Abzweig. Oh. Irgendwo da ist der Abzweig, wo ich uns nach links wegführen wollte. Ich glaube, oh, da ist auch. ja, dann nützt es wohl nichts. Müssen wir uns jetzt diagonal auf den Trail einen Weg suchen, der einigermaßen gangbar ist. Ja, das kann lustig werden. So nass habe ich mir das immer gewünscht bei der Nordeifel Trail Tour, aber nie war es das. Kaum ist der Lauf eingestellt und wir machen hier nur eine kurze Runde, haben wir hier traumhafte Bedingungen. Da ist der Hochsitz, da ist die normale Pfütze, die manchmal auch trocken ist, und das ist der Querweg rüber, den wir wollten. Wir hatten uns gewundert, warum da vorne quer so ein neuer Pfad ist. Das ist der alte. Wir werden ihn heute noch mal gehen, wenn ich denn hier... Das war schon immer in der letzten Zeit ein wenig unzugänglich. Das ist der Einstieg, der ist ein bisschen jetzt, ja, ich habe ja schon ein paar Sachen runtergetreten, aber das erklärt, warum da hinten jetzt quer ein Pfad ist. Hier gibt es sogar einen Ausgang zum Feld. Hier ist er wieder zu sehen. Das ist nur der Einstieg unten, der ein bisschen verdornt ist. Das ist, da kommt er jetzt mittlerweile her, und das ist die neue Querverbindung, die die hier ersetzt. Aber ich bin stur, ich will noch mal die alte Route hier nehmen, durch den Hohlweg. Ja, das ist nur der Einstieg. Hier piekst es jetzt ein bisschen von den Seiten. Aber das geht noch. Ich glaube, fast da ist auch noch eine Querverbindung entstanden, statt den Hohlweg zu nehmen. Ich wollte mir das zu heftig. Ja. Aber da war ja schon gewaltig, was da ansturm war. Falls sich einer wundert, der Weg, den wir gewählt hatten, das war nur eine Privatzufahrt. Und die Wildwechsel haben sich mittlerweile verlaufen. Aber ich glaube, dass da sieht wieder nach einem Pfad aus. Jawohl. Hier ist, das ist dieser komische Steinbruch da. Dann gucken wir mal. Hier geht es wieder rauf. Also. Woher wissen wir, dass das hier eine matschige Stelle war? Hier wurde geschottert, leider. Ja, bei der Nordeifel Trail Tour war das hier mal ein Weg im Wald. Und heute ist er besonders nass. Wunderbar, schon hier haben wir die ersten Wasserlöcher. Deswegen sind wir erst da vorne an. Ja, nicht nur da. Da steht jetzt Wasser. Auf dem Weg ist bis hier rauf steht nass. Also, das ist zum Kotzen. Kaum ist der Lauf eingestellt, hast du die Bedingungen, die du dir immer gewünscht hast. Na gut, wir haben jetzt März und nicht November. Das macht dann auch einen Unterschied. Wunderbar. Noch eine Verfeinerung obendrein. Ja, es sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Das war ja die schöne Überraschung bei der Midnight Madness.
dass wir hier über das Reisig runterkraxeln mussten. Im Oktober war das noch frisch. Jetzt ist schon wieder ein bisschen freier das Ganze. Warum sieht das wie ein Weg aus? Na, gehen wir hier rauf. Der Weg macht hier oben noch den Linksknick. Dann gehe ich jetzt diagonal. Dann bin ich auch wieder da, wo ich hin wollte. Aber das ist doch nicht so ganz ein Weg, glaube ich. Man kann ihn als Weg benutzen, aber er scheint nicht als solcher gedacht zu sein. Ja, das ist die Fortsetzung von nach dem Linksknick. Ich wollte jetzt nicht oben auf den Weg. Sollen wir jetzt hier weiter runter folgen? Aber ich stelle gerade fest, ich brauche eine neue Hose, wie es scheint. Oder wir müssen das mal nähen. Das Löschelchen ist jetzt ein bisschen groß geraten. Naja, das kommt davon, wenn man Experimente macht. Ah, da hinten ist wieder ein breiter Weg. Welcher ist das? Ich steuere mal da drauf zu. Ja, das ist der Weg rauf zur Burg. Bei Midnight Madness ist die ursprüngliche Route, kam ja hier runter. Bin ich jetzt also mittendrin. Ja, da drüben geht der Trail hoch, den wir jetzt Halloween gelaufen sind. Da drüben ist die Trampelfahrt von der Burg kommend hier rüber. Auf der Seite, den Weg habe ich noch nicht ausprobiert. Und wo kommen wir aus? Da kommt der breite Weg hoch von unten unterhalb der Burg. Und wir gehen dann immer da hoch. Interesting. Denn die Badewanne, die kennen wir doch. Dann können wir ja eigentlich Halloween hinter der Badewanne rechts rauf statt links. Ups, jetzt habe ich die Überraschung vorweggenommen. Warum sieht das wie ein Weg aus? Okay, Wildspuren und man sieht, es ist ein Sief. Es läuft also auf Wasser her. Es war dann wieder ein Anfall von Trail Odolie. Obwohl, das sieht mir ganz gut aus. Schöne Aussicht. Aber weder Wald noch Weg. Warum erweckt das den Eindruck einer Sackgasse? Ah, nee, ist klar. Aber da unten haben wir wieder was. Heute will ich ja mal erkunden, wo der Weg hinführt und wofür dahin. Zur Plastikmülldeponie. Das kann doch jetzt echt nur vom Förster sein, oder? Ja, das plogge ich aber jetzt nicht. Was mag das gewesen sein? Bergbau? Auch ziemlich wellig. Ja, das sind Pingen. Das ist ein Hochsitz, dann gibt es da auch wieder einen Weg hinten raus. Den kenne ich auch noch nicht. Hier am Bach entlang geht auch noch was. Parallel zu dem Weg. Ja, hier kommt der Weg. Das ist die Fortsetzung von dem dort, den ich das letzte Mal erkundet hatte. Da sind wir anfangs bei der Trailtour an dem damals neuen Zaun raufgekommen. Und da war der schöne moosige Pfad durch den Wald. So, mal gucken, ob da noch was von zu sehen ist. Der Zaun, der liegt hier noch unter dem Zeug irgendwo rum. Die untere Ecke steht noch. Und das ist aus dem moosgrünen, dunklen Waldtunnel geworden.
Also beschwer sich mal einer, dass ich quer durch den Wald laufe. Ja, die nasse Stelle hier, da wurschteln wir uns ja Halloween immer durch. Abgesehen davon, da ist ein Steg gebaut. Gut, dass wir das im Dustern Halloween nicht sehen. Hier ist die Burg noch, Gödersheim, hier unten im Tal. Von hier oben kann man schon sehen, dass die Restaurierungsarbeiten vorangehen. Das Dach ist neu. Das war ja sonst so eine entkernte Ruine. Da hinten die Kirche Wollersheim. So laublos haben wir jetzt den Kontrast im Vordergrund. Ja, das ist der Zoom, das ist der Finger. Im Vordergrund die Ruinen der Schule ruinieren weiter vor sich hin. Im Hintergrund die restaurierte Hauptburg. I stand corrected. Es ruiniert nicht mehr so vor sich hin. Der hintere Teil, der ist noch Ruine. Hier vorne wird wieder genutzt, wie es scheint. Und da haben wir... Oh, ist das schön geworden. Als ich das letzte Mal vorbeikam, standen da nur noch die Außenmauern. Wunderbar. Nochmal ein Blick von der Seite. Da haben wir die Ruinen. Das Haus, was schon immer genutzt wurde. Und das ist jetzt die Renovierung. Ich müsste mich irren, aber ich glaube, das war mal ein etwas höheres, moderneres Gebäude. Naja, Trailrunnerbank. Direkt am Weg. Okay, der geht wie auf der Karte hier über die Wiese rauf. Aber da ist doch noch ein alter Hohlweg, den ich jetzt erkunden wollte. Aber die Rinne scheint hier zu enden. Deshalb auch dieser Trampelpfad da wieder rüber zum Weg. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier rauf. Oder ist das doch nur ein Sief? Nicht zu früh aufgeben. Hier machst du einen scharfen Knick und geht hier eben weiter. Mag sein, dass der dann hier aus dem Feld mal kam. Ja, also wenn hier der Weg war, dann kam der wahrscheinlich von hier raus. Na gut, ich kann jetzt verstehen, dass der Otto-Normalwanderer jetzt hier den Weg nimmt, statt den Bogen hier rüber. Okay, haben wir das zumindest mal erkundet. Aber beim Nordeifel Ultra waren wir immer zu beschäftigt, um zu bemerken, wie seltsam eckig hier doch das Geländer ist. Warum ist das so? Weil wir da auf dem Bunker stehen. Ja, Mausschutzgetür. All die Jahre nie bewusst wahrgenommen. Das andere Eingang. Das ist hier oben einer. Ja, der Rest ist einfach nur vom Felsen. Der Einstieg zu den Trail ist sowas wie zu momentan. Wow, wieder was Neues mit wunderschönem Blick auf den Stausee Obermaubach. Schon mal für den nächsten Ausflug merken, aber wenn Sonne ist, ne? Kann man auch gleich merkwürdig vor, das ist gar nicht der Querweg zum Dresbach, das ist... Hier oben das eine Ding, was ich schon immer auf den Karten gesehen, aber noch nie gelaufen bin. Also ist hier parallel zu dem breiten Weg. Ach, guck mal, das ist der alte Hohlweg. Und wir Idioten sind dauernd die Schotterpiste gelaufen. Schön blöd. Qual der Wahl, das ist der neue.
Da ist der ursprüngliche Hohlweg. Sag mal, ist hier was Touristisches geplant? Hier auf dem Weg. Toilette, Aussichtsplattform, noch ohne Zugang. Wir werden mal im Auge behalten, was das werden soll. Mal schauen, ob er was zu lachen kriegt. Da unten der Trail Andresbach. Ich wollte jetzt nicht bis auf halbe Höhe runter, um dann den zweiten Trail wieder hoch auf dem breiten Weg. Da sieht man eine Aufschüttung. Da hinten am Baum ist ein Vogelhäuschen. Wollen wir mal vermuten, dass hier der Schotterweg ist. Ah, wunderbar. Ja, kriegt ja leider nichts zu lachen. Diesmal hat sich mein Orientierunsinn nicht getäuscht. Jetzt, wo ich mir erfolgreich unnötige Höhenmeter erspart habe. Da hinten am Hang ist schon wieder der Weg, der weiter unten rauskommt. Aber wie ich sehe, ist hier oben noch ein Weg auf der Höhe. Da probieren wir den doch mal aus. Den kennen wir nämlich noch nicht. Pessimisten würden ja sagen, das wäre ein Wildwechsel, auf dem ich Idiot wieder gekommen bin. Aber noch geht's voran. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Gucken wir mal da vorne, wie der weitergeht. Naja, lacht er halt über mich. So richtig weitergetraut hat sich bisher noch keiner hier. Die haben alle da hinten aufgegeben. Ja, die Nähe der Landstraße merkt man. Wir sind wieder beim Plogging und was man da nicht alles findet. Ja, wie man sieht aus der Trailrunner Brücke, ist eine Trailrunner nicht mehr Brücke geworden. Da wurde also die Brücke nicht erneuert, sondern der Bach renaturiert. Kein Kilometer und schon will mir einer eine Sackgasse suggerieren. Ah, da ist eine Spur. Aber in gewissem Maße könnte man sagen, dass das mit der Sackgasse halbwegs gestimmt hat, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Kann es sein, dass da ein Einstieg ist? Jawohl. Hier kommen wir raus. Müssen wir nicht durch das Bachbett gehen. Pech gehabt. Der Trail lässt mich jetzt einige Höhenmeter verlieren. Da unten ist wieder ein Weg. Das ist dann wohl auch eher Mountainbike-Strecke statt Wanderweg, wie es scheint. Nett. Netter. Gucken, wo der auskommt. Und wieder steil bergab. Wo mich mein Weg zufällig hier vorbeiführt, erinnert mich das daran, dass ein Kamerad mich neulich darauf hingewiesen hat, dass hier Höhlen sind. Oder Grotten oder sowas. Man könnte fast sagen, da ist ein Weg. Eine kleine natürliche
Grotte, würde ich sagen. Mit Nebenausgang dort hinaus. Das ist das Fenster, wo wir gerade rausgeguckt haben.